Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte über Thüringen. Wir werden auf Feldsetzung mit der Ausfahrt fortsetzen. Ich habe jetzt die neue Kursversion runtergeladen. Hoffen wir, dass das Fliegen jetzt besser klappt. Was wir gleich machen werden, auf Flügen möchte ich steigen. Ah, wollen wir mal die Maschinen nehmen direkt. Dann werden wir gleich mal schauen, ob er das Fliegen besser hinkriegt. Mit einem höheren Tempo und keine Eier-Dings macht. Naja, Eier genauso wie vorher. Gut, können wir nicht ändern. So sehen, man so gekauft damit ist. So, gleich auf Feld Nummer 49. Hier hat er nichts geladen. Das ist. Er meldet hier heute viel Regen. Aber das soll uns nicht stören, ne? Ich meine, er fliegt aber auch am Kurs. Also am Feldrand ist ein bisschen uneben, also vielleicht muss ich mal das Feld ein bisschen begradigen, den Rand. Könnte daran liegen. Aber gut, das soll man nicht stören. 48 noch einsteigen. Ey, da gibt Wasseranschluss. Gar nicht gesehen. Oh, das Schiff hier wieso? Wo pumpen wir es eigentlich hin? Ist hier Feldbewässerung vorgesehen? Na gut, wir werden mal sehen. Ich zeige euch mal den Kuhstall. Viehweide. Hier ist die Viehweide, wo früher eine Halle war bei der BGH. Oberhalb der BGH ist jetzt eine Viehweide mit Kuhstall. Und zwar ist die eine Hälfte für Milchkühe gedacht, soweit ich jetzt weiß, und die andere Hälfte ist für Mastrinder gedacht. Soweit ich weiß, die kleine Hälfte ist für Mastrinder und die größere für Kühe. Dann müsste ich mal schauen, wo hier dann gemolken wird. Da sehe ich von beiden Seiten nichts. Oder wir haben hier nur Mastrinder. Das wäre dann ich sehe ja zum Melken nichts. Gut, das wäre auch nicht so tragisch. Also wir haben richtig Wasser hier zu sehen. Und bin hier gespannt, ob das Wasser auch bei... Geht es denn hier hin? Na, geht nicht hoch. Ob wir jetzt bei Trockenheit das Wasser weggehen. So, unsere Wiese. Und dahin ist unser Wald. Husch.
Ja, und hier war mal unser Bereich, wo wir jetzt Prinzip. Na. Hier ist die Tränke mittendrin. Gas drin. Geht garantiert auch zu machen. Aber das machen wir jetzt nicht auf. Schauen wir mal ganz kurz zum Wald. Viele Bäume, alle wollen weg, alle wollen weg. Aber nicht heute. Erst muss die Aussaat, wie man sieht drinne, wir haben jetzt ein bisschen mehr Grünzeug drinne, mehr Gras, dies und das. Oh, viel Arbeit gewesen, bestimmt viel Arbeit. Büsche. Naja. Bäume. Eure Tage sind gezählt. Jetzt geht's, arbeitet. Ölreich gewesen. Dann können wir hier auch Getreide aufbringen. Oh, eine Rübe vergessen. Tja. Nun bin ich etwas überfragt. Das ist ja Hof 3. Das heißt. Sägewerk wollte ich mal gehen. Sägewerk. Sägewerk. Frage ist, ob das auch wieder animiert ist. Ein Holzverkauf ist klar. Geht immer. Aber soweit ich weiß, wollte er die Produktion, nachdem die Karte fertig ist, voll loslegen. Also Sägewerk sehe ich keine Änderung. Es könnte sein, dass man hier was hat. Funktion. Ich muss kurz gucken. Na. Man könnte aber hier was erkennen. Ach so, Saatgutlager. Dünge. Lager haben wir hier mit Global Company. Also keine Produktion. Nun stellt sich die Frage ist, das ist Schweine. Oder ob hier das mit den Kühen ist, der Milch. Dann das Hof 3. In Anführungszeichen nur. Ah, hier ist Milch. Gut. Aber das würde ja fast in unsere Richtung passen. 47 ist ja eine Ecke. Hier ist Saatgut und Dünger. Hier wäre Silo für Hexengut und Silage hier später. Hier ist eine kleine BGH. Unterkunft, Garagen. Tja, hier ist ein großes Silo. Hier wollen wir dann bestimmt mal kriegen, wie schön ist. Schöne Halle. So, wir Tür zumachen. Ja, das ist jetzt Hofnummer. Ja, dann müssten wir uns die 47 noch kaufen. Dann wären wir eigentlich im Prinzip. Dann ist da oben eigentlich nur Viehweide und Viehweide. Was ich nicht weiß. Schafweide.
Da Schweinegehege. Da oben ist viel Wald. Da kannst du aber lustig machen, ne? Was ist 16? Das ist Fläche von Wald oder Wiese oder Acker. 47 kostet 1,5 Millionen. Naja, das ist ja Schnäppchen fast. Ja, das ist mir egal. Wir mal Fahrzeuge Richtung Hof fahren. Das ist noch viel wichtiger. Zwar erst die Seemaschinen. Dann die müssen noch Feldnummer 38 flügen. Glaube, ein Fahrzeug unterwegs. So, dann fahren wir gleich, das machen wir hier aus, oben links, Richtung Hof. Ich meine, Mastrinder wäre gar nicht mal so verkehrt. Dann kaufen wir uns halt ein paar junge Rinder. Direkt am Hof. Aber wir brauchen Futter. Futter brauchen wir zuerst. Mischfutter. Stroh, ja, also ich würde alles am Händler kaufen. Stroh, Heu und Silageballen. Das ist alles, würde ich zum einer, den ich noch bauen muss, einer Mischfutterfabrik hinfahren. Und dann wird es gemischt, fabrikmäßig. Dann haben wir immer genug Futter. Und dann können wir nachher alles entsprechend nachher immer die Kühe versorgen. Beziehungsweise Mastrinder. Mastrinder sind ja auch weibliche Tiere bei. Die halt nicht für die Milchproduktion gebraucht werden, sag ich mal so ganz vorsichtig, weil deren Züchtung eher auf Fleisch als auf Milch ist. Wir werden aber mit der Beschuttposition warten, bis das Gras gewachsen ist. Dann können wir nämlich Silageballen pressen. Oder dauert auch noch ziemlich lange, bis die Silage fertig ist. Denn muss ja auch in den Ballen noch gären. Das heißt, es geht ja auch noch um die 48 Stunden in diesem Rhythmus von 6 Tagen. Denn Silage wird ja nicht von heute auf morgen fertig. Aber es bilden sich glattweg richtig Pfützen, also das ist schön anzusehen. Das ist schon mal eine Neuerung, kann man sagen. Das ist schon mal hübsch. Das Stück näher an der Realität. Da haben wir einen zweiten. Was ist Pause? Na, wird gearbeitet. So, gleich zum nächsten Traktor springen. Und nicht LKW. Also wir haben viele Fahrzeuge zum Hochfahren, die jetzt hochfahren müssen. Aber zuerst mal wichtig ist, dass wir die Aussaatmaschinen hinbekommen. Die meisten Flüge haben wir schon. Ja, das haben wir schon. Ja, ja, unsere Schneefräse. Es wird so langsam wärmer im Frühling, aber der meldet für morgens früh nochmal Schnee. Nachts werden wir auf Stufe 30 fahren, geschwindigkeitmäßig, sobald es dunkel wird. Und
Ja, hier ist nicht so blendend die Sonne, ne? Ja. Ansonsten tagsüber auf 5. Und wenn das wirklich mal ganz, ganz eng wird, auf 1. Besonders dann in der Ernte. Oh, Telefon, Pause. Weiter. So, wir fahren jetzt zum Hof. Und wenn ein Auto kommt hier und am Rand von links bleiben, ne? So, rüber geht's. Ja, wir haben hier Pfützen und so ein Zeug, ne? Hier müssen wir die Aussaat vorbereiten für die nächsten Felder. Das heißt, die Maschinen voll machen. Feld Nummer 60 ist ja fast fertig. Natürlich die Zeit wieder laufen lassen. Ups. Nun ist die Karte ja Season Ready. Und es wurden Fehler ausgemerzt. Also viele, die ich nicht gesehen habe und nicht gemerkt habe. Aber ich denke mal, wenn welche vorhanden gewesen sind, dann wurden die entfernt. Zum Beispiel sollen entfernt worden sein, dass es die Silowände buggy waren. Das heißt, dass da die Silage oder das entsprechend ja, verklebt war, also nicht wegging. Kann ich nicht komplett prüfen. Ich hatte nur ein Silo im Beschlag gehabt. Und da war es der Fall. Ist nicht so weit tragisch, weil wenn eins so ist, müssen andere ja nicht so sein. So, den werden wir gleich auffüllen, unseren Kauftrigger. Die müssen wir die Geschwindigkeit auf 5 machen. Ich hatte kurz auf 1 gemacht. Jetzt fahren wir nicht an Dings vorbei. Man nicht ohne Silo fahren, Wiese fahren. Wer durchdrehende Reifen? Der fährt. Ne, das ist der Dings da. Der Dings da. Das ist der Fendt. Das ist zwar nicht ein Chiptuning, aber der hat auch Probleme. Kurs deaktivieren, wo er gerade war. So liegt es am Regenwetter oder was? Deswegen. Das heißt für uns, der Kurs ist bescheiden. Das heißt, gut Deutsch, dass wir da in dem Fall ein weiteres Vorgewende machen müssen. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke.
Bis ja, morgen vielleicht. Ciao.